So, jetzt geht's rein hier in den Bums. Okay. Da ein Pferd noch ein bisschen. Aber fahr einfach mal. Oh. Stop. Okay, let's stop. So, wir haben jetzt beim Pförtner einen Gästepass bekommen. Da sind die Bungalows schon. Ha? Da sind die Bungalows da vorne, ja. So ein Bungalow hätten wir auch mieten können, sagt der Gary. So mal abseits dessen, was der Schinken gekostet hätte. Oh boy. Boah, das ist doch... Wow. Das fühlt sich jetzt unwirklich an, Leute. Oh, fahr bitte einmal da, einfach nur darum, einfach nur, weil es geht. Oh, Leute, kannst du einmal bitte da vorne eine Runde durchdrehen? Also am besten fährst du wahrscheinlich hier sogar rechts rum, dann biegst du da so links ab. Wow. Oh. Ich will jetzt Nacht des Unfugs machen. Das Halloween-Event aus 2019. Oh. Warte mal, wir haben ja einen Gästepass. Please place on card dashboard. Ah, okay, wir müssen das hier nur. Da, wo wir parken, müssen wir es halt nur. In die Scheibe legen. Digga. Das ist ja hier. Okay, guck mal da, so ein kleines Golfkart. Genau. Wir fahren mal dran vorbei, genau. Und dann fahren wir noch einmal. Da kommt auch, glaube ich, niemand raus. Kannst du einmal überholen. Und dann fahren wir noch einmal ans andere Ende bis zum Golfclub. Ich will es nur mal sehen. Ist das nicht krass, Flo? Ja. Ist das nicht krass? Das ist schon sehr authentisch, ja. Also das mit dem Bungalows da daneben, das war schon sehr... Fast, das würde man wirklich im Fallout Spiel, sein. Ja, das ist die erste Kohle schon kommen. Ja, genau. Jetzt fühlt man sich wirklich wie in Fallout, oder? Ja. Also ich hoffe nur, dass es mit dem Zimmer gleich alles klar geht, weil wir sind ja zu fünft. Und ich hoffe, die können uns einfach ein Bett reinstellen. Wir sagen einfach, wir sind arme Mäuschen aus Deutschland und wir können uns den teuren Scheiß hier nicht leisten. Bitte stellt uns noch ein Bett rein. Ansonsten muss irgendeiner auf dem Sessel pennen. So, ja, wir sind Influencer. Ich krieg 100 Likes auf meine Facebook-Post, gib mir alles gratis. Oha. Okay. Nach links, nach links. Okay, hier rechts sind die ganzen Bungalows, in denen die Ghule rumspuken. Fahr einfach mal so weit geradeaus. Ach, guck mal, hinten ist auch dieses Pavillon. Ist hier verkehrsberuhigt oder? Ah, guck mal, da ist die Wäscherei. So, jetzt müsstest du theoretisch rechts rumfahren, ne? Hier rechts ist die Feuerwache. Oha, okay. Die Frage ist, sind wir jetzt richtig rumgedüst? Was ist denn da hinten? Ah, das ist noch eine Kapelle. Ich glaube, die gibt es im Spiel nicht auf dem Gelände. So, Leute, jetzt fahren wir hier an den Bungalows vorbei nochmal und suchen den Golfclub am Ende der Straße. Digga! Boah. Ja, hier gehen wir auf jeden Fall nachher noch schwimmen. Boah, Leute, das ist, als wären wir gerade im Spiel. Da unten gibt es dann immer wahlweise eine Todeskralle oder das Grafton-Monster. Oder aber auch mal hier und da ein Red-Skorpion. Die Kirche, ah, die sieht man jetzt schlecht, aber die ist halt noch nicht im Spiel. So, jetzt gibt es einen besseren View auf die Kirche. Ticker. Okay, also die Videos hier muss ich auf jeden Fall in mehrere Teile unterteilen. Cool werden, glaube ich. Das ist so ein Golfplatz. Golfplatz cool. Aha, aha. Ah, und da oben. Noch mehr, da sind die anderen, genau, da sind die anderen Bungalows. Und jetzt einmal hier rechts, Flo, rechts. Wir kommen dem Golfplatz immer näher. Okay, was haben wir hier? Golf. Hier, Segways. So, und da unten gibt es dieses von Krankheiten befreiende Wasser, diese von Krankheiten befreiende Wasserquelle. So, und da sehe ich doch, wie gesagt, schon die Tennisplätze. Und Pferdescheiße. Von den Kutschen hier. So. Ein Schwimmbad gibt es hier also auch. So, was haben wir da?
Ach krass, guck mal da sogar den Anbau. Ach, mit dem Außenschwimmbad. Boah. Hier können wir die kleinen Pflanzen durch einsammeln. Und da hinten ist er, der Golfclub. Kannst du aber hier rechts reinfahren? Oha. Oha, Leute. Ich kann hier 20.000 Videos machen. Was ist das denn? Das ist das Ghoulhaus, du. Ja, das ist voller Ghoul hier. Das ist das Ghoulgebiet. Fledermausland. Alter, verdammt. Okay, hier gehen wir auf jeden Fall morgen noch rein. Boah, ich glaube, ich habe völlig unterschätzt, wie viel Zeit man hier verbringen kann. Also unser Ausflug morgen früh zum Big Ben Tunnel ist auf jeden Fall gestrichen. Scheiß auf den Big Ben Tunnel. So, die Kirche haben sie halt nur komplett gestrichen hier, ne? Mhm. Da sind auch Ghule drin. Ja. Wenn man Glück hat, auch ein Legendär. So, hier ist der Nebeneingang. Es gibt ja zwei große Eingänge. Wir gehen jetzt zum Haupteingang, beziehungsweise wir müssen jetzt irgendwo mal einen Parkplatz finden. Aber wisst ihr, was das Beste ist? Kein Responder. So, Leute, zweite Runde. Nochmal zum Haupteingang. Auch so ein Anblick, an dem man sich nicht satt sehen kann. Dicker, wer hätte gedacht, dass wir irgendwann mal im Real Life hier sind? No self-parking, okay. So Leute, jetzt wird für uns eingeparkt. Wir gehen jetzt rein hier in den Bums. Yes, sir. Thank you. Yeah, you are welcome. Wow. Wow. Alter Vater, die Shopping Mall. Warte, bevor wir zur Rezeption gehen. Ja, warte. Oh, wie im Spiel hier. Wo sind die Roboterhändler? Mega. Du Scheiße, das kann doch kein Mensch schneiden hier. Greenbrier Avenue Casino Club, okay. Oh, ja, okay. Wir müssen uns unser Auto finden. Guck mal da den Sessel. Wie im Spiel. Da ein weiterer Fanartikel, der uns gereicht wurde. Oh Mann, ich hoffe, wir können ganz viel Greenbrier Stuff behalten. So Leute, einfach nur damit ihr wisst, wo wir pennen. Die Kapelle da gibt es im Spiel nicht. Diese drei Häuser allerdings schon. Ihr müsst euch vorstellen, da die Straße runter ist der Golfclub. So, und wir pennen hier im mittleren Haus. Ich nehme euch mal mit rein. Folgt mir. Jetzt geht's rein in den Bums. Und dann stehen wir auch schon in unserem Wohnzimmer. Guck mal, den Sessel kennen wir doch. Mit eigenem Kamin und Minibar. Mit eigenem Gary Butler. So, dann haben wir hier ein Waschbecken draußen. Eine Besenkammer. Warte, Gary. So, hier eine riesengroße Badewanne, größer als meine Wohnung in Duisburg. Ein eigener Tanzpalast hier. Und eine Dusche, eine separate. Oh boy, und morgen müssen wir wieder in irgendein Quality Inn. Mega gut. So, da sind schon die Mädels. Und hier seht ihr die bunteste Blümchentapete, die ihr euch vorstellen könnt. Und unsere zwei Betten. Wir müssen uns jetzt nur noch ein weiteres Bett für unseren Österreicher liefern lassen.
Sonst muss der auf der Couch pennen. So. Ja. Da. Roboter Butler Gary, der Sünd der vierten Generation, hält die Tür auf. Und das ist also unser Blick nach draußen. Und da hinten ist das Hauptgebäude. Und da gehen wir jetzt auch gleich mal hin, würde ich sagen. So, wir sind jetzt beim Nebeneingang. Kann hier bitte jemand die Fresh Prince of Bel-Air Melodie drunter legen? Now this is a story all about how my life got... So Leute, wir betreten jetzt die Shopping Mall, wie im Spiel. Hier rechts kann man, glaube ich, Schrott kaufen. Hier kann man eigentlich überall Schrott kaufen bei den Roboterhändlern. Aber ihr wisst, was ich meine. Da ist der Raum mit den ganzen Werkbänken. Einfach Ralph Lauren. Ein Gourmetladen. Kleidung. Kleidung, gut, was sollen sie auch hier anderes verkaufen als Kleidung? Ein Zwischenaufgang. Hüte und Schuhe. Oh, the Greenbrier Shop. Hier kriege ich bestimmt auch ein grünes Shirt mit dem Greenbrier Logo her. Darauf habe ich es abgesehen. So, im Casino waren wir hier noch nicht, auch nicht im Spiel. Ich glaube, da sind die Türen zu. Hier ist die Rezeption, die große Halle. Wenn man direkt, nachdem man hier durch den Haupteingang kommt, nach unten läuft. So Leute, und jetzt gehen wir hoch. Wir gehen jetzt einmal hier um die Ecke und hier sieht einfach alles genauso aus wie im Spiel. Wahnsinnig schön. Guck mal, die Möbel, die Vase, die Stühle, das Sofa, der Tisch sogar. Alles genau wie im Spiel. Ich sehe aber gerade den Flügel, den haben sie hier zur Seite geräumt. Der steht ja normalerweise dort. Den haben sie jetzt aber zur Seite geräumt. Ich weiß nicht wofür. So, wir gehen jetzt mal in den Barbereich. Ehrlicherweise fühle ich mich hier gerade maximal unwohl wegen High Society Menschen. Oh boy. Guckt euch den Kronleuchter an. Alles wie im Spiel hier. So, wir gehen jetzt hier in den großen Tanzsaal. Hier können wir täglich Schrott abgeben, um die Ultrazit-Batterie zu füllen, was wir glücklicherweise bald nicht mehr müssen. Okay, also wir pennen ja nicht im Haupthaus und ich denke, das hat auch seine Gründe. Ich glaube, hier kommt nur gehobeneres Klientel unter. Hier steht normalerweise Bubbles bzw. auch Giuseppe. Ey, das ist so krass, ne? Wir waren noch nie hier und kennen uns schon perfekt hier aus. Wir leben doch in einer Simulation, Freunde. Hier an der Säule, oder da vorne an der Säule, da steht normalerweise ein Bruderschaftssoldat, der einem hilft bei der Quest von Skipper. So heißt er doch, glaube ich. Der Gewerkschaftsmann. So, und hier kommen wir in eine weitere Lobby. Und diese Lobby kennen wir auch nur zu gut. Boah, guckt euch bitte mal diese Uhr an. 1:1 wie im Spiel, die Sessel. Die Stühle hier. Direkt erstmal Baumenü aktivieren, Stuhl woanders hinstellen. Dicke.
Das ist unfassbar schön hier. Ey, unwirkliches Gefühl. So, hier links rein sind nur weitere Hotelzimmer. Im Spiel ist hier links rein das Büro von Orlando, der Vertreterin des Managements. Guck mal, selbst der hier, selbst der Mülleimer, selbst der ist akkurat. Ey, das ist doch nicht mehr normal hier. Das ist so dieser Déjà-vu-Effekt, dieses Gefühl, du warst schon mal da und jetzt bist du halt wirklich hier. Wie im Spiel. Noch ein bisschen CGI und du hättest dann, könntest dann... Ja, hier noch ein Wachbot. Ja, die ganzen Autos weg. Ey, das ist so verflucht akkurat. Ich meine, natürlich ist das Gebäude hier noch ein Ticken größer als im Spiel. Klar. Aber was ist das denn hier bitte? So, der Flo, der sagte gerade vollkommen zu Recht, völliges Kontrastprogramm. Vorgestern noch in Clarksburg gepennt in so einem Motel Inn mit irgendwelchen 700 Kilo Latzhosen tragenden Rednecks und jetzt hier nur unter Bonzen. Oh boy, richtige Weltenwandler sind wir. Wir wandeln zwischen der Armut und der High Society. Überall unterwegs. Ja. Wir sind überall zu Hause, richtige Globetrotter. Was haben wir denn da? Etwa ein geheimer Hintereingang in den Wildspring Bunker. Wir werden es herausfinden. So, da trage ich es auch schon. Das grüne Polohemd. Ich habe mir gerade im Shop für $60 eins gegönnt. Eigentlich gar nicht meine Kragenweite. Haben wir hier Licht? Wo ist denn das Licht vom Klo, Leute? Ach, da. Ach, start your engine. So. And that's me now. Jetzt sehe ich aus wie ein Angestellter. Wie so ein kiffender Angestellter, der sich immer vor den Bonzen hier versteckt. Guck mal einfach nur für den Flex. Kein Handscanner, aber hey, das ist doch was. So, hier nochmal die Kapelle, die im Spiel fehlt, von vorne. Fragt sich, warum sie die rausgenommen haben. Vielleicht zu redundant, vielleicht haben wir schon genug Kapellen im Spiel. Da vorne zum Pavillon. Wobei, das ist nicht das Pavillon, das wir suchen. Nee, nee. Schaut mal, Leute, wie im Spiel. Hier ist immer das Event... Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, das Event Nacht des Unfugs 2019, das Halloween-Event, ist das hier an dem Pavillon gestartet oder geendet? Ja, gestartet. Ja, ne, ich meine auch, es hat hier gestartet. Wir gehen jetzt mal zur selbstheilenden Wasserquelle hier. Irgendwie so. Wackel, wackel. Dackel, dackel. Ob da wohl irgendwo ein Trinkbrunnen ist, so wie im Spiel. Der Gary, der muss sich noch von Hoppala heilen. So, und tatsächlich ist hier kein Trinkbrunnen, aber ist hier trotzdem alles nass. Warum ist hier trotzdem alles nass? Wo kommt das Wasser her? Boah, müffelt hier ganz schön. Ich sag euch ehrlich, nach heilendem Wasser sieht das hier auch nicht aus. Ob das wohl eher nur eine Parodie war von den Entwicklern. Uah, erstmal weg hier. So, Leute, legendärer Anblick. Der Whitespring Golf Club. Eigentlich eher erstmal der Whitespring Tennis Club. Wir gehen jetzt mal herum. So, hier zwischen den Gebäuden treiben in der Regel immer ein paar Red-Hirsche ihr Unwesen. Ey, das fühlt sich nicht normal an. Das ist doch gerade ein Fiebertraum. Ach, du Stufe. Ja.
wie im Spiel. Hier links die Vitrinen. So, schaut mal, ich bin im Keller des Golfclubs. Da geht es zu den Men's Lockers. Hier haben wir rechts einen Shop. Da sind in der Regel ein paar Gule drin, die man aufweckt. Da links geht es den Gang auch rein. Und hier sollte irgendwo ein Wendigo sein, aber ich gehe jetzt nicht in die Umkleiden. Das ist mir ein bisschen zu kriminell. Da vorne kommt der Flo. Da sind die Gule oben, ja? Ja, da kommt der erste Ghoul nach oben. Aber wir haben schon. Ja, wir haben schon das ein oder andere Restaurant hier gefunden. Aber da können wir jetzt nicht einfach so reinspazieren. Da sollen wir auf die Kellner warten. Schaut mal, da unten sind die Billardtische sogar. Und da drüben ist die Küche. Glück hat sie denn nur zwei legendäre. Okay, also einfach durchspazieren und in den Pool hüpfen ist nicht. Man braucht eine Reservierung. Schade. So Leute, guckt mal, ich sehe aus wie der letzte Sören hier. Passend zu meiner Sörenhose letztes Jahr im Urlaub habe ich mir dieses Jahr das passende Sörenhemd gekauft. Für nur 60 Dollar. Das teuerste Stück Polyester, das ich mir jemals, geholt habe. Und dafür sehe ich jetzt aus wie so ein Angestellter. Wie wird der Bademeister? Ich bin Bademeister Billy. Vergesst den Aufseher. Jetzt ist Badesaison. So, hier runter geht's in Richtung Bunker. Wir wollten jetzt eigentlich was essen gehen, aber dann fiel mir ein Moment. Ich war noch gar nicht da, wo der Bunkereingang ist. Hier sind wir eigentlich in dem Bereich, in dem wir für Essen kochen müssen. Und hier müsste jetzt ein Restaurant sein. Ich guck mal eben kurz. Ich film mal eben kurz heimlich rein. Oh, ja. Okay, hier haben die Responder gehörig umgebaut. Aber ja. Geil. So Leute, ich glaube, wir haben ihn endlich gefunden. Den Eingang zum Bunker. Ich habe mir die Füße platt gelatscht. Oh. Yo, da ist er. Nice. Der Eingang. Guck mal, das hier ist die alte Tapete. Okay, ich glaube hier in Richtung Modus haben wir wahrscheinlich keinen Zugang. So, da ist er. Der Eingang in den Enklave-Bunker. Hier hinter schlummert Modus. Wir sprechen gleich mal mit der Rezeptionistin und fragen, wann die Bunkertour morgen ist und ob wir uns da noch eintragen können. Ey, mega. So, und da kommt der Flo und wir machen jetzt noch ein schönes Foto hier vor. Bis später. Wir wollten hier gerade am Ende der Shopping Mall hier in dieses Restaurant ins Forum. Allerdings haben wir nicht mehr reserviert rechtzeitig und deswegen kriegen wir da heute keinen Tisch. Und jetzt gehen wir stattdessen im Golfclub essen. Wollten wir eigentlich nicht, weil viel zu teuer. Aber jetzt müssen wir halt notgedrungen. So, jetzt gehen wir hier essen. So, und so sieht es auf der anderen Seite aus. Keine Ghule, nur echte Menschen. Hier der Ausblick und hier unten müsste irgendwo der Hintereingang sein, der direkt in den Keller führt. Leute, der Laden ist so teuer, ich habe einfach nur Pommes mit Ketchup genommen, wie ein echter Bauer. Guck mal, der Knüller ist, ne? Wir sitzen hier im Golfclub und essen und gerade eben musste der Flo auf Toilette und wir waren noch nie hier, ne? Aber trotzdem wissen wir, dass da hinten durch die Tür die Toiletten sind. Ey, das ist einfach crazy. Habe ich auch der Kellnerin erzählt. Die war völlig aus dem Häuschen. So, Gary und ich, wir gehen jetzt noch mal durch die Lockers. Geh mal links, Gary, geh mal links. Dann können wir einmal... Und? Okay, jetzt sind wir hier in den Lockers. Ah, okay, guck mal hier. Die Bars gibt es tatsächlich. So. Und jetzt... Okay, da sind die... Exit, okay. Ticker, okay. Hier ist dann praktisch der Wendigo. Ne, da ist der Wendigo drin, wa? Hier ist der Wendigo, Digga. Dürften eigentlich gar nicht hier sein. Egal. Hm? Ich soll dich nicht so erschrecken? Ach so, der Flo. So, also das ist einmal die Runde hier
durch den Keller. Okay, Frauenlocker oben, oder? Nee. Das ist hier alles nicht sehr vogue hier in West Virginia. Sagen wir, wie es ist. So, und hier ist der Golfladen, in dem drei Gule auf dem Boden liegen, bis man sie dann also weckt. Ach doch, da, guck mal, da ist der Woman's Locker. Na, siehst du mal. So. Und da ist der Hinterausgang. Jetzt müssten wir eigentlich dadurch raus, Leute. Aber die Mädels sind. Nee, das ist nicht dein Hinterausgang, der da. Wir fahren jetzt mit dem White Spring Bus zu unserem Zimmer. Gary, bist du aufgeregt? Ja, total. Ich bin so aufgeregt. Schaut mal, der Flo, der muss ja jetzt hier bei uns im Wohnzimmer pennen, weil wir haben nur 4 Betten, sind aber zu 5. Und 2 Motelzimmer, Motel sage ich schon, 2 Hotelzimmer wären jetzt zu teuer gewesen bei $1000 pro Zimmer. Jetzt hat er sich hier noch so ein, zusätzlich zu der Couch, die er zum Bett umfunktioniert hat, hat er sich jetzt hier noch so ein Fort gebaut hier. Sein eigenes Camp im Wohnzimmer hier. Bester Mann. Das White Spring im Nebel. Guten Morgen, Freunde. Ich gehe jetzt mal die anderen suchen. Wir machen gerade ein Cosplay-Fotoshooting. Aber ehrlicherweise will ich viel lieber zur Bar. Ich will die noch mal filmen, wenn die leer ist. So, schaut mal, Leute, den Barbereich habe ich jetzt gerade fast komplett für mich. Wie im Spiel. Crazy. Wirkt generell gerade so, als hätte ich den ganzen Gebäudeabschnitt hier für mich. Und diese Lampe ist auch im Spiel. Schaut mal den Spiegel, den habe ich gestern gar nicht genug betont hier. Genau der aus dem Spiel. Guck mal da, die Vasen, ist mir auch gar nicht aufgefallen. Ich würde sagen, alle bekannten Orte aus dem Resort haben wir erfolgreich erkundet. Dann geht es jetzt heute leider schweren Herzens weiter. Ach, die Abreise fällt mir schwer, Leute. Schon ein großer Traum gewesen, mal hier zu sein. So, Leute, wir haben gerade ausgecheckt, direkt nach unserer Bunkertour. Das hat echt wehgetan, da nicht drin filmen zu dürfen. Da gab es wirklich einige Locations, die sehr, sehr viel Ähnlichkeit aufwiesen zum Spiel. Und gerade die Cafeteria hätte euch mit Sicherheit gut gefallen. Oder auch die Dekon-Dusche. Ach, das müsst ihr einfach selber machen. Spart euch die Kohle zusammen, kommt hier einfach selber her. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Einen besseren Urlaub werdet ihr nie erleben. Tschüss, Sikowski. Jetzt heißt es Tschüss, Kareem Breyer. Ist noch Gulli. So. Gleich einen letzten Blick erhaschen. Autoexplosionsstraße ist hier. Die Autoexplosionsstraße. So, Leute, jetzt gleich hier rechts. Ah, da ist es schon. Ja, aber die eine Frau, was hat die Frau gesagt, die noch zu dir kam, Gary? Nice. Ich kenn das. Das ist von der Game, ja. Da fragt, ob ich in dem Spiel. So, wir sehen uns wieder in Beckley.